So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier spricht Shelia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich ideale Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Business machen. Heute bin ich im Interview mit Anja Riemer-Grobe, eine ganz liebe Kundin von mir, und wir machen eine Kundenstimme heute. Hallo Anja. Hallo Shelia. So, bist du ready to go, Anja? Ja, wir können gerne loslegen. Denke ich doch. Also, würdest du bitte den Zuhörern, den Zuschauern erzählen, wer du bist, wo du lebst, mit welchen Kunden du zusammenarbeitest, also wie du positioniert bist, dass sie dich einfach ein bisschen besser kennenlernen können? Also, wie du schon gesagt hast, ich heiße Anja Riemer-Grobe und ich bin Müttercoach, kann man so sagen. Und was sich jetzt im Laufe unserer Zusammenarbeit entwickelt hat und jetzt auch quasi als Zweig läuft, dass ich als virtuelle Assistentin anderen Solopreneuren helfe, ja, ihre Landingpages zu machen, ihre Texte zu schreiben, all die Dinge, mit denen man sich ja so zeit- und nervenraubend quält, gern mal. Sehr schön. Und du und ich, wir haben 6 ganze Monate zusammengearbeitet im 1:1-Coaching. Und ja, vielleicht erzählst du über die Ausgangssituation, also wo du gestanden bist, als wir gestartet haben, weil ich ganz gerne zu dieser Reise der Entwicklung anschaue, gemeinsam mit dir. Also was ich jetzt rückblickend sagen kann, ist, dass diese 6 Monate, das war im Prinzip die intensivste und schönste Zeit, die ich so in meinem ganzen Business hatte bisher. Und es fühlt sich für mich so an, als wäre ich damals, so vor 6 Monaten, als wir angefangen haben, quasi frisch auf die Welt gekommen und fast nicht, wenn man das so bildlich sagen will, großgezogen in den Monaten, sodass ich jetzt allein laufen kann. Das ist interessant. So kommt mir das vor im Rückblick. Ah, interessant, ja. Im Prinzip bin ich gestartet wie so viele, habe mein Business gegründet Anfang 2015 und war positiv und motiviert und habe gesagt, ja, jetzt, zack, geht's los. Habe dann ganz viele Programme, Bausteine, Puzzlestücke gesammelt. Ja. Habe die auch alle durchlaufen. Ich bin auch sehr, sehr gut da drin, solche Sachen umzusetzen. Also wenn bei mir eine klare Struktur gibt, ein Tool gibt, dann mache ich das auch. Ja. Und trotz der ganzen Bemühungen ist es absolut nicht in die Gänge gekommen. Also es war, als wir uns kennengelernt haben oder beziehungsweise uns Zusammenarbeit angefangen haben, 1,5 Jahre habe ich da schon so vor mich hingewirbelt, ne, kann man sagen, weil ich bin, wie gesagt, gut im Umsetzen und ich bin auch schnell im Umsetzen. Ja. Also ich hatte schon sehr, sehr viele einzelne Puzzlestücke, aber irgendwie hat das alles nie zusammengepasst und es hat nie Klick gemacht, sodass ich sage, jetzt läuft es oder jetzt sehe ich Ergebnisse. Ja. Und ich war in unserem Erstgespräch oder vor unserem Erstgespräch war ich wirklich kurz davor zu sagen, okay, dann ist Business offensichtlich nichts für mich, dann lasse ich es bleiben und wollte eigentlich ja aufhören und aufgeben. Und dann habe ich Gott sei Dank dich gefunden. Oh, das, mir kommen ein bisschen die Tränen. Du weißt, wie emotional ich sein kann, manchmal, wenn mich etwas trifft. Und ja, das bewegt mich einfach jetzt emotional, weil es so vielen Leuten so geht. Gerade in den ersten 1 bis 3 Jahre, wo man einfach so viel Energie aufwendet, so viel ausprobiert, so einfach sein Herzblut einfach spendiert an dieses Projekt Business und so viele Male einfach davor steht, irgendwie alles hinzuschmeißen. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Ich bin selber an dieser Stelle ein paar Mal gewesen damals. Ja. Ja, also das höre ich auch von ganz, ganz vielen und ich finde das halt sehr schade. Also ich meine, mein Glück war, dass ich dich getroffen habe und es dann durch unsere Zusammenarbeit wirklich angelaufen ist und ich jetzt, wie schon gesagt, das relativ selbstständig weiterlaufen kann. Aber es gibt halt andere Menschen, die dann nicht dich finden oder einen anderen Mentor finden oder und dann wirklich
aufhören, obwohl sie so viel zu geben haben eigentlich, ne? Ja, das kann natürlich passieren, das ist klar. Ja, und vielleicht, ich gehe ein bisschen anders in meine Fragenreihenfolge wie sonst, aber weil ich das einfach so schön finde, wo stehst du jetzt? Also was hast du jetzt, was du vor 6 Monaten nicht hattest? Also ganz erstaunlicherweise ist das, was sich in den 6 Monaten verändert hat, genau das, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Weil ich habe gedacht, ich habe dich ja auch durch deine Webinarreihen kennengelernt online und habe gedacht, oh ja, super, die Shelia hat Struktur, die hat Checklisten, die kann man abarbeiten und das hat alles Hand und Fuß und fantastisch. Ja. Und hatte mir dann natürlich erhofft zu sagen, okay, in den 6 Monaten erarbeitest du eine komplette Strategie, Marketing, Kundengewinnung und so weiter mit Shelias Hilfe und dann läuft es. Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, waren so Sachen wie mein Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen auch und Vertrauen auch, dass, ja, dass alles gut wird und alles ja, läuft. Das sind so Sachen, die habe ich damals überhaupt nicht, also habe ich auch nicht so den Fokus drauf gelegt. Und im Endeffekt ist aber genau das in den 6 Monaten passiert. Wir haben viel weniger an Strategien und Marketingtechniken und keine Ahnung was gearbeitet, als wirklich an Mindset und an meinen Emotionen. Und du hast mich da wirklich durch viele, viele kleine und auch größere Tiefs durchgeführt. Mhm. Und was ich jetzt habe, ist wirklich so ein unerschütterliches Vertrauen in mich. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Egal wie es wird und egal wie die äußeren Umstände sind, ich kann auf mich und meine Fähigkeiten vertrauen. Und das ist wirklich in den 6 Monaten passiert. Wow, Wahnsinn, Anja. Wahnsinn. Ein schöneres Feedback gibt es nicht. Wirklich nicht. Ein schönes Feedback gibt es wirklich nicht. Und das war einfach schon immer in dir, nur verdeckt. Ne? Also wir haben irgendwie alle dieses Wohlbefinden, dieses unerschütterliche Vertrauen, das Vertrauen in dem Leben, die wird nur von Ängsten, Sorgen, Gedanken einfach verdeckt. Und alles, was wir gemacht haben, ist einfach das angeschaut und beiseite gewischt. Genau. Ja, und für diejenigen, Anja, die sagen, okay, innere Sachen sind nett, ich möchte wissen, von der wirtschaftlichen Perspektive, was hat sich getan? Hast du Kunden jetzt, wo du vorher keine hattest? Oder hast du Strukturen für dein Marketing, was du vorher hattest? Also, dass wir einfach auch diese Seite anschauen gemeinsam. Ja, also wir haben zwar, wie gesagt, nicht so wirklich den Fokus auf solchen Sachen gehabt, aber natürlich haben wir auch das besprochen, Marketingstrategien und so im Prinzip den ganzen Onboarding-Prozess für neue Kunden und so weiter. Ja. Und es hat ganz lange auch während unserer Zusammenarbeit gedauert, dass ich das überhaupt ausprobieren konnte. Also ich habe das alles aufgesetzt, wir haben das alles ausgearbeitet. Ja. Aber wirklich Kunden kamen erst kurz vor Ende unserer Zusammenarbeit. Ja. Inzwischen denke ich natürlich klar, weil ich vorher gar nicht bereit war und gar nicht dieses Vertrauen in mich hatte. Ja. Und jetzt sprudelt es aber tatsächlich. Also ich kann mich wirklich zurzeit vor Aufträgen nicht retten, kann man sagen. Ja. Es kommen ganz, ganz viele Anfragen, kannst du mir da helfen und kannst du dort Menschen, die halt gerne A, von mir begleitet werden wollen, ja, und B, auch, ja, die einfach jemanden brauchen, der ihnen ein bisschen Arbeitslast abnimmt. Also gerade die virtuelle Assistenz ist da ja sehr, sehr hilfreich. Die sagen alle, oh Gott, ich habe so viel um die Ohren und ich schaffe das alles gar nicht und kannst du einen Teil davon übernehmen? Und das das läuft halt zurzeit einfach und jetzt merke ich, wie viel wir eigentlich da schon wunderbar vorbereitet haben und den Boden bereitet haben, weil immer wenn was, ich meine, das sind ja ganz verschiedene Anfragen und immer wenn was kommt, was ich noch nicht gemacht habe oder was vorher noch nicht kam, dann gehe ich zurück in meine Unterlagen und an unsere Coachings und alles, was wir da ausgearbeitet haben und gucke, okay, wie habe ich das bisher ja vorbereitet? Alles klar, so möchte ich das machen oder so möchte ich das vielleicht abwandeln. Auch das mache ich, aber da habe ich wirklich ganz viel Materialien, die einfach auf meinem PC liegen und darauf warten, eingesetzt zu werden.
Ja. Und das ist das Spannende in deinem Entwicklungsprozess, Anja, war, ich kann mich erinnern an unsere Celebration Call. Das ist ein Call, den wir machen zum Ende eines 6-Monats-Abschnitts. Mhm. Und wir blicken zurück, was ist alles passiert? Wie hast du dich entwickelt? Welche Ergebnisse sind entstanden? Und ich glaube, in dem Call, du hattest irgendwie 2, 3 Coaching-Kunden gehabt für deine Family-Coaching, deine Mama-Coachings. Genau. Und dann poppte dann auch dieses Thema virtuelle Assistenz auf. Zu der Zeit warst du in einem halben Fuß in deinem Angestellten-Dasein, weil du hast dich nicht komplett von der grünen Wiese in deine Selbstständigkeit gestürzt, sondern du hast eine solide Nebenbeschäftigung gehabt. Und plötzlich war dieses neue Feld dort, mhm. was wir eigentlich gar nicht wirklich auf dem Radar gehabt haben in der Zusammenarbeit, oder? Genau. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen. Ja, das Witzige ist, ich hatte es selber ja nicht auf dem Radar. Und ich kann mich erinnern, wir hatten ziemlich zu Anfang von unserem Coaching, hatten wir ein Arbeitsblatt gemacht, wo wirklich es darum ging, was ist meine Stärke, also speziell auch für Marketingstrategie, was mache ich gerne, was fällt mir leicht ja. und was wäre jetzt nicht so, ne? Oder was könnte ich zwar machen, würde mir aber unheimlich Anstrengungen abfordern. Ja. Und es war schon immer so, dass ich gesagt habe, schreiben, Blogartikel schreiben, E-Book schreiben, alles abgehakt, kein Problem, mache ich mit links und 40 Fieber, kann man sagen. Fällt mir halt einfach leicht. Ja. Und auch Online-Tools zu finden, die Webseite zu gestalten, umzubauen, hin und her, das ist alles, das liegt mir einfach. Und das habe ich immer als selbstverständlich empfunden. Ja. Und ich habe das halt einfach, wenn es hieß, mach das, weil das jetzt gerade dran ist, habe ich das gemacht. Und habe eigentlich nie realisiert, dass andere Leute daran ganz oft hängen und Probleme haben und da riesen Hürden und Barrieren haben. Wenn ich bin eine davon. Dann denken, dass sie irgendwelche Online-Technik oder Tools oder keine Ahnung anwenden sollen. Ja. Und richtig klar wurde mir das halt erst, als das wirklich so hoch ploppte. Also das kam nicht langsam, sondern es ploppte hoch. Es kam dann so, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Und irgendwann nahm das so überhand, dass ich gesagt habe, so jetzt muss ich mal wirklich drüber nachdenken, ob ich da nicht ein Business draus stricke. Ja. Und das habe ich gemacht und es läuft super gut. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die sehr dankbar sind, dass ich dass mir das so leicht fällt und dass ich ihnen das abnehme. Das Schöne an dieser Geschichte, Anja, ist also die Idee, wir gehen als Selbstständige rein und wir haben eine super konkrete Idee, so nadelspitzenscharf, was wir haben wollen, wie das Business aussehen wollen und wir haben den Idealkunden vor Augen, was natürlich uns stark hilft in unserem Marketing, welche Botschaften wir machen, welche Contents wir erstellen, ganz klar, super hilfreich. Und was mir so an dieser Geschichte gefällt, ist deine Offenheit dafür, weil das eine ist, das, wo wir krampfhaft versuchen, in der Welt was zu kreieren. Und das andere ist das Leben, das sich vor uns einfach leicht und spielerisch entfaltet. Mhm. Und die Flexibilität zu haben, hinzuschauen und zu gucken, guck, hier tut sich was auf. Was will ich damit machen überhaupt? Und viele sind so sturstracks in auf diese Spitze fokussiert, dass sie einfach das unendliche Potenzial, was sonst noch auch da ist, völlig übersehen. Oder wie siehst du das? Ja, das stimmt. Das ist aber auch, also ich empfinde es zumindest so, es ist ganz viel erst daraus entstanden durch unsere Zusammenarbeit und durch diese vielen Mindset-Sachen, die wir bearbeitet haben. Mhm. Weil vor einem halben Jahr, also zu Beginn unserer Zusammenarbeit, hätte ich das auch noch nicht gesehen. Also ich habe es war ja schon da. Ich habe es nur nicht wahrgenommen und ich habe es nie als was Besonderes wahrgenommen oder als was, womit ich den anderen Menschen dienen kann. Ja. Ich habe das für meine Familie gemacht, klar. Wenn meine Eltern oder meine Schwiegereltern oder so gesagt haben, du schreibst doch so gut Gedichte, kannst du uns mal für den runden oder wie auch immer. Ja, ja klar, habe ich gemacht. Ja. Weil es war einfach, ja, mache ich euch. Aber dieses, das anzunehmen und zu sagen, damit kann ich auch anderen Menschen dienen, die dankbar dafür sind, dass da jemand ist, der sagt, du strukturierst so und so, schreib den Text so, formulierst so rum oder auf der Landingpage fehlt noch das. Das habe ich erst erkannt durch unsere Zusammenarbeit. Ja. Weil erst dieses Mindset
zu sagen, ich vertraue meinen Fähigkeiten und ich weiß, dass ich das gut kann. Ja. Das war die Grundvoraussetzung, um das annehmen zu können. Und das ja, und das ist das Magische, wenn wir uns zusammentun, egal ob Coach oder Coachee oder mit unseren Masterminding oder Erfolgspartnern. Und ich bin ja nicht die Einzige, die dich unterstützt hat in den 6 Monaten, sondern die Leute, die zu mir ins 1:1-Coaching kriegen auch die Möglichkeit, mit einem Erfolgspartner zusammenzukommen, ein anderer Coaching-Kunde von mir, mit dem man sich täglich abstimmt. Und das ist am Anfang für viele so, was, täglich abstimmen? Ich habe keine Zeit gehabt für meine Sachen. Warum soll ich das tun? Und aus diesen Erfolgspartnerschaften, die entstehen manchmal richtig tiefe Freundschaften, wahnsinnige Entwicklungsschritte. Und du bist so ein Beispiel, wo du und deine Erfolgspartnerin, ihr wart wie Pech und Schwefel zusammen und seid immer noch. Ja. Magst du ein paar Wörter noch dazu sagen, was das für dich bedeutet hat? Ja, also das fand ich zum Beispiel was sehr, sehr Wertvolles. Mhm. Also von Anfang an, weil als wir angefangen haben, habe ich mich ja wirklich als Alleinkämpferin gefühlt. Ne? Ich habe versucht, mein Business aufzubauen und ich habe da was umgesetzt und dort was umgesetzt. Aber in meinem ja, normalen täglichen Umfeld hat kein Mensch verstanden, was ich da eigentlich tue. Ja, bisschen Alien. Genau. Mein Mann hatte immer Fragezeichen im Gesicht, wenn ich ihm erzählt habe, ich habe das und das gemacht. Und er hat dann immer gesagt, okay. Aber ich habe gemerkt, er hat nie wirklich verstanden, von was ich spreche. Ja. Und dann kamst du und du hast erstmal durch diese Gemeinschaft, die du quasi bietest, gesagt, hey, ich kenne ganz viele Leute, denen es auch so geht, vernetz dich doch mit denen. Das war schon mal das Erste, was mir sehr, sehr gut getan hat. Ja. Das Zweite war, dass natürlich du dann da warst, als diejenige, die den Raum hält und die sagt, ich glaube an dich. Ja. Und das ist mir noch im Ohr. Ich weiß nicht, ob dir das noch bewusst ist, aber das hast du in der ersten oder zweiten Coaching-Sitzung zu mir gesagt. Ich halte für dich den Raum und glaube an dich. Und zwar so lange, bis du selber an dich glaubst. Ja. Und das Versprechen hast du absolut gehalten. Also ich kann mich an keine Coaching-Sitzung erinnern, wo du mir nicht den Rücken gestärkt hast und gesagt hast, der Weg ist gut und wenn du jetzt eine Pause brauchst, weil auch das gab es natürlich, dass ich wirklich in ein Tief gefallen bin. Ja. Auch da hast du mir den Rücken gehalten und gesagt, gut, dann mach jetzt die Pause, nimm dir die Zeit und dann machen wir das nächste Mal weiter. Und ja. Arbeiten heute halt einfach daran zu gucken, was brauchst du jetzt, dass es dir wieder besser geht. Ja. Und auch das war sehr, sehr wertvoll. Und dann natürlich die Vernetzung mit meiner Erfolgspartnerin. Ja. Wir sehen uns heute noch 2-mal die Woche. Und tauschen uns ganz, ganz viel aus. Und wir bringen uns auch gegenseitig wahnsinnig vorwärts. Also ich merke, dass eigentlich die 2 Termine in der Woche sind, auf die ich mich am allermeisten freue und wo ich weiß, wenn die im Kalender stehen, dann hüpft mein Herz schon. Dann sage ich, ach Gott sei Dank, wieder ein Gespräch, wo ich weiß, es kommt, ja, derjenige versteht mich, derjenige weiß, wo ich stehe, steht vielleicht gerade an einer ähnlichen Situation und kann mir vielleicht mit einem Gedanken weiterhelfen oder mit einem Input weiterhelfen oder ich kann ihr weiterhelfen. Also es ist total toll. Und jetzt fühle ich mich halt so eingebettet. Ich bin nicht mehr allein und die Einzelkämpferin, sondern ich bin gut eingebettet in die Gemeinschaft von Solopreneuren und von ja, Menschen, denen es halt genauso geht. Und die auch wissen, wovon ich spreche, wenn ich davon spreche. Absolut. Und ja, also das tun wir in unserer Facebook-Gruppe, das tun wir in unserer 2-mal im Jahr, unser Kundenevent, wo wir zusammenkommen vor Ort in Frankfurt, was für dich auch ein großes Ereignis war und für viele auch. Anja, wenn wir dürfen, dann du sagst mir, ob das passt für dich oder nicht, aber weil du auch mit Mamas zusammenarbeiten und die Mama als auch als Basis der Familie, also die einen Einfluss haben auf sich selber, auf die Kinder, auf die Partnerschaft, wenn eine Partnerschaft vorhanden ist. Was würdest du sagen, wie ist das jetzt, wo du zu deinem Selbstwert zurückgefunden hast, wo du zu diesem Ur-Selbstvertrauen zurückgefunden hast? Wir hatten mal ein Gespräch darüber gehabt und ich glaube, du hast zu mir gesagt, es hat nicht nur eine Auswirkung auf mein Business, sondern es hat eine Auswirkung auf meine Rolle innerhalb der Familie. Und ja, magst du ein paar Wörter dazu sagen? Ja, gerne. Das habe ich mir sowieso
in Vorbereitung auf das Gespräch notiert, weil das war zum Beispiel einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich mich damals für die Zusammenarbeit mit dir entschieden habe. Ich hatte ja vorher schon viele Programme gemacht und Sachen gekauft und da ging es immer nur um Business, 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 Business. Ja. Und ich habe aber immer schon gesagt, ich bin nicht nur Business, ich bin auch Mutter und ich bin auch Ehefrau und ich hätte gerne jemanden, der mich als kompletten Menschen sieht. Ja. Der auch mal sagt, ja, du, wenn du nicht nur auf Business fokussierst, sondern zum Beispiel auch deine Familie mit einbeziehst, deinen Partner mit einbeziehst, deine Kinder irgendwie damit einbeziehst, dann fühlt sich das für dich viel wohler, also viel, viel besser an. Ja. Und genau das ist auch passiert. Im Prinzip sind wir, also ich bin vorangegangen, ich bin diejenige, die sich wirklich verändert hat und die ihren Platz viel mehr gefunden hat. Und meine ganze Familie hat sich mit verändert. Das ist absolut, also Wahnsinn, wenn ich das jetzt so erlebe, wie zum Beispiel der Umgang zwischen mir und meinem Mann gewachsen ist, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen. Ja. Früher hat er mich ja immer angeguckt mit einem Fragezeichen im Gesicht und hat nicht gewusst, in welcher Welt ich eigentlich gerade bin und von was ich da gerade spreche. Und inzwischen ist er so weit, dass er selber darüber nachdenkt, auch in die Selbstständigkeit zu wechseln, weil er sieht, wie ich mich entwickelt habe und wie viel Freiheit und wie viel Selbstvertrauen mir das gibt. Ja. Und jetzt, wo natürlich dann auch die Kunden kommen und Erfolge kommen im Sinne von finanziellem Erfolg und ja, meine Zufriedenheit natürlich dadurch auch wächst, sieht er, wie, also dass das ein komplett anderes Leben ist. Ja. Aber ein Lebensmodell, was er sich jetzt vorstellen kann. Ja. Und das wäre vor 6 Monaten absolut überhaupt nicht denkbar gewesen. Also ganz im Gegenteil, da war ich umgeben von Menschen, die gesagt haben, um Gottes Willen, gib bloß nicht deinen sicheren Job auf, um Himmels Willen. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, was du machen könntest, als das aufzugeben. Das ist unglaublich. Und worauf führst du das zurück? Du sagst, du bist vorgegangen, du bist selbstbewusster geworden, du hast diese Freude ausgestrahlt. Ich glaube, das ist sicher eine Sache. Aber gab es irgendwas noch, was das gefördert hat, dass ihr in diesen Austausch gekommen seid oder dieses anderes Verständnis miteinander? Ich habe einfach, ja, sagen wir mal, gelernt, anders mit meiner Familie zu kommunizieren. Ich habe ganz, ganz viel, zwar vielleicht unbewusst und durch die Mindset-Umstellungen, die ich halt hatte, aber ich zottel jetzt nicht mehr so an meiner Familie rum, um das mal so auszudrücken. Ne? Also ich versuche nicht mehr, da was zu ändern und da zu fordern und da, du musst doch, sondern ich stelle mich jetzt hin und sage, ich würde das gern machen, machst du mit? Ja. Und zwar mit der Option, dass zum Beispiel mein Mann auch sagen kann, du, nee, will ich nicht. Ja. Und dann sehe ich, ob ich es alleine umsetzen will oder ob ich es dann in anderer Form umsetze oder ob ich es gar nicht mache. Mhm. Und genau das, also bei meinen Kindern zum Beispiel wirkt das Wunder. Ich sage jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt da und dahin. Ja. Ich sage, also ich möchte jetzt da und dahin gehen, geht irgendjemand mit. Ja. Und in 90% der Fälle sagen die Kinder, weil sie merken, sie haben eine echte Wahl, sagen sie, ja Mama, wir gehen gern mit dir mit. Weil sie auch merken, dass ich viel ruhiger bin, viel besser drauf bin, ne? Und einfach viel, ja, wir haben viel mehr Spaß zusammen als Familie. Ja. Und das ist einfach, weil ich ihnen die Wahl, ich bin in mir sicher, ich treffe für mich die Entscheidung, bin aber in mir stabil genug, das auch auszuhalten, dass meine Familie im Ernstfall sagt, du, nee, den Schritt gehen wir jetzt nicht mit, möchten wir jetzt nicht. Ja. Dann ist das okay. Dann suche ich eine Lösung, die für mich und für die Familie funktioniert. Ja, das ist vor 6 Monaten auch noch nicht möglich. Da habe ich immer, aber ihr müsst doch und ihr müsst mich doch verstehen und ich habe doch auch Bedürfnisse und ihr müsst doch. Und das ist einfach jetzt weg. Ja, ja. Ich weiß zwar nicht, wann das auf der Weg war, aber ich weiß noch, wo wir eine Diskussion so in die Richtung hatten, nicht mehr um die Familie herum, sondern einfach ja, um dieses Thema, ich habe Bedürfnisse und keiner kommt mir entgegen und was das, ja, ohne in Detail zu gehen, ich weiß noch, wo das Thema war, ja, absolut. Ja, Anja, ich meine, viele sind da draußen und die sind vielleicht da, wo du vor 6 Monaten gewesen bist. Die
zweifeln an sich ein bisschen nicht weiter. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass nicht jeder mit einem Coach arbeiten muss oder mit einem Mentor. Es muss nicht sein. Man kann auch seinen eigenen Weg hinfinden zu der Lösung. Die ist bestimmt für jeder anders, also was es bedarf, um irgendwie weiterzukommen. Aber was würdest du sagen, wäre so ein Tipp von dir oder eine Ermutigung für sie, dass, wenn sie da stehen, was würdest du denen sagen? Also ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, auf meinen ersten Instinkt zu hören. Das habe ich zwar lange Zeit ignoriert, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich bin auch ein Mensch, der Programme gekauft hat, wo er hinterher gesagt hat, oh, ich habe doch gleich gehabt. Und jetzt hat sich's bestätigt. Habe auch Mentoren gehabt vor dir, wo ich jetzt hinterher sage, ich würde nie wieder mit denen arbeiten. Aber mein Bauchgefühl hat mir immer das Richtige angezeigt. Nur ich habe es ignoriert. Ja. Und deswegen ist der Tipp, den ich also ganz vielen, die mich fragen, gebe, zu sagen, dein erster Impuls, wie ist dein erster Impuls? Dein erster Impuls, ja, das möchte ich gern, oder ist dein erster Impuls, mal gucken, oder gar nein? Weil dieser erste Impuls, das Bauchgefühl, also das, was, ja, man kann es innere Stimme nennen oder wie auch immer, aber das so spontan aus uns kommt, das liegt in 99% der Fällen richtig. Ja. Einfach, weil es aus uns kommt und weiß, was gut für uns ist und weiß, was wir brauchen oder brauchen könnten. Absolut. Halleluja. Halleluja. Ist oder die Arbeit mit einem Mentor oder vielleicht auch zu sagen, ich brauche jetzt eine Auszeit. Ja. Ich muss aus diesem Hamsterrad jetzt einfach mal aus und muss mal 2 Wochen komplett gar nicht Business machen. Auch das ist, also ich habe gelernt, diesen Impulsen zu folgen und es tut mir sehr, sehr gut und das würde ich absolut jedem raten, zu sagen, lernt auf den ersten Impuls besser zu hören, weil der ist der beste Ratgeber, den man irgendwie haben kann. Absolut. Ich bin 150% bei dir und ich nenne diese innere Stimme die innere Weisheit, die wir alle haben und die natürliche Intelligenz gegenüber die störende Intelligenz, die uns irgendwie blitzschnell in die falsche Richtung laufen lässt und das wieder hinhören auf diese innere Weisheit. Und das ist so eine Sache, die wir mit der Zeit aus irgendeinem Grund verlernen. Aber da kann man auf jeden Fall eine Heimkehr machen und zurückkommen zu dem, wenn man da auch einfach ein bisschen drauf achtet. Ja, Anja, wir sind am Ende des Interviews. Und es gibt vielleicht einige Leute, die überlegen, ob sie mit mir zusammenarbeiten. Sie haben Blogbeiträge gelesen oder ein Video gesehen oder ein Webinar besucht oder von jemandem gehört, dass es für sie vielleicht interessant sein könnte. Was würdest du denen raten oder vielleicht auch so diesen Kennenlerngespräch was sagen? Weil jetzt mache ich die Kennenlerngespräche nicht mehr, sondern die Simone, aber wir haben da eine Philosophie und eine Haltung, wie wir diese Kennenlerngespräche durchführen. Magst du dazu was sagen, dass die Leute vielleicht ein bisschen Angst abbauen, dass die überhaupt auf den Knopf drücken, sie kommen? Ja, also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, der ganze Prozess der Zusammenarbeit mit dir war wirklich das Angenehmste, was ich bisher so erlebt habe. Mhm. Weil ich hatte Kennenlerngespräche vorher mit anderen Mentoren und Coaches. Die liefen wirklich strikt darauf hinaus, zack, kauf bei mir. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich bei dir nie. Mhm. Ja. Natürlich, klar, war das Kennenlerngespräch dazu da, zu gucken, ob wir zusammenarbeiten. Mhm. Das ist ja der Sinn von so einem Kennenlerngespräch und das ist mir auch bewusst. Ja. Aber du hast das Gespräch so geführt und ich nehme mal an, das macht die Simone jetzt auch so, weil das einfach eure Art ist, ne? Mhm. Zu sagen, okay, wenn du da rausgehst aus dem Gespräch, hast du einen klaren Weg. Du weißt, okay, ich kann dich in den 6 Monaten dorthin bringen oder ich kann dich nicht dorthin bringen, aber ich kann dich ein Stück näher ranbringen. Mhm. Oder das, was du in den 6 Monaten vorhast, ist eher unrealistisch. Lass uns mal schauen, ob wir das anders machen. Mhm. Ja. Und diese Klarheit, die nehme ich aus dem Kennenlerngespräch auf jeden Fall mit. Ganz egal, ob ich mich für oder gegen eine Zusammenarbeit entscheide. Mhm. Und dann war es bei mir ja noch der Spezialfall, dass ich im Prinzip mit dem
Wunsch in das Kennenlerngespräch gegangen bin, zu sagen, ich möchte mit der Shelia arbeiten, weil ich hatte, wie das bestimmt so viele andere machen, dich vorher ganz intensiv online verfolgt. Gestalkt, sage ich immer. Genau. Dein Newsletter gelesen und deine Webinare geschaut und ja, alles, was so, was da online von dir so kursiert, konsumiert. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Shelia ist mit Herz dabei und der ist wirklich wichtig, den Leuten zu helfen. Der ist nicht wichtig, ihr Coaching zu verkaufen, der ist nicht wichtig, irgendwelche Programme zu verkaufen, sondern ihr ist wichtig, ich möchte dich gerne an die Hand nehmen und ich möchte dich ein halbes Jahr begleiten und ich möchte dir einfach helfen. Mhm. Und das hat mich halt sehr stark angezogen. Ja. Und ich bin, wie gesagt, dann mit dem starken Wunsch in das Kennenlerngespräch rein. Und am Schluss hast du mir ja dann deine Coaching-Pakete vorgestellt und ich hatte auch so ganz spontan den Wunsch, okay, das wär's, das hätte ich gerne. Ja. Ich hatte nur das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich die finanziellen Mittel hernehmen soll zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich genau erinnern, ja. Genau. Und im Endeffekt war es dann so, und das war, glaube ich, schon ein erster kleiner Befreiungsschritt für mich, dass ich zu dir gesagt habe, ich gucke, wo ich die, also ich möchte unbedingt, ich gucke, wo ich die Finanzen herkriege. Und dann bin ich zu meiner Oma gegangen und habe gesagt, kannst du mir dieses Geld leihen? Ja. Das war für mich ein Riesenschritt und auch schon der erste quasi Schritt in diese Richtung, dahin, wo ich heute stehe. Weil heute hätte ich zum Beispiel kein Problem zu sagen, da habe ich jetzt gerade einen finanziellen Engpass oder da weiß ich nicht, brauche ich gerade was anderes. Ich frage danach, ich frage, ob jemand bereit ist, mir zu helfen. Mhm. In dem Mindset war ich aber damals noch nicht. Deswegen war das für mich ein Riesenschritt zu meiner Umgebung. Ich habe so, oh Gott, was mache ich, wenn sie Nein sagt? Sie hat aber nicht Nein gesagt, sondern sie hat gesagt, Kind, ich verstehe überhaupt nicht, wovon du redest. Aber ich vertraue dir und wenn du sagst, es tut dir gut, dann leih ich dir das Geld. Ja. Und das war so ein erster Befreiungsschlag, wo ich gesagt habe, das kam wirklich durch dieses Kennenlernengespräch zustande, weil du hast mir die Klarheit gegeben zu sagen, okay, ich kann dich dahin bringen in den 6 Monaten. Ich nehme dich gerne an die Hand und wir arbeiten alles, was du brauchst und auch als kompletter Mensch, nicht nur als Business, sondern ne, als auch, auch als Frau, als Mutter, als ja, keine Ahnung, Schwester, Tochter, whatever. Whatever, ja. Und ich war so happy, dass es dann geklappt hat. Und ich nehme an, dass das damals einfach auch schon an meiner Ausstrahlung lag. Ich habe meiner Oma schon ausgestrahlt, mein Bauchgefühl sagt ja, das schreit regelrecht ja. Mhm. Und meine Oma hat es wohl unbewusst gespürt und deswegen auch überhaupt keinen Widerstand gehabt, mir das Geld zu leihen. Und ich habe sie inzwischen zurückgezahlt, also das war... Ich liebe deine Oma. Ich kenne sie überhaupt nicht. Grüße Oma, wenn du dieses Video siehst. Und das war so berührend damals für mich auch, Anja. Du weißt das, weil ich habe eine so enge Beziehung zu meiner Oma gehabt. Und ohne ihre finanzielle Unterstützung hätte ich es kaum durchs College geschafft, weil ich habe damals an eine ziemlich teure College mich angemeldet und meine Mutter konnte nichts beitragen, finanziell oder sehr wenig nur. Und meine Oma hat für meine Bücher gezahlt. Sie hat mir jede Woche $20 Taschengeld gesendet, was zu damaligen Verhältnissen total viel war. Und ich habe das Gefühl, ich wäre nicht heute dort, wo ich bin, ohne sie. Und wir dürfen auch Unterstützung von unseren Lieben entgegennehmen und auch zurückgeben an andere, wo es nur geht. Und das fand ich total schön. Und dann haben wir damals dieses Willkommensgeschenk an dich und an deine Oma gesendet. Das war für das Team auch eine große Freude. Sehr schön. Anja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um heute zu sprechen. Ich halte diese Gespräche für so wichtig, also für uns beide, dass wir überhaupt festhalten, was geschehen war in den 6 Monaten, dass wir gemeinsam zurückblicken können. Und ich wage gar nicht zu raten, wo du in den nächsten 6 Monaten, in einem Jahr stehst oder weiter. Und es ist für die anderen auch wichtig, weil sie einfach einen Eindruck gewinnen können. Die können dann auch hinblicken auf unsere Beziehungen und was du geschafft hast. Und es gibt denen auch Sicherheit. Insofern vielen, vielen Dank dafür.
Und sag doch mal, wo findet man dich online? Also wo findet man deine Mama-Coachings? Wo findet man deine Virtual Assistenz-Leistung? Was sind deine URLs? Die posten wir natürlich auch unterhalb des Videos. Ja, also die Haupt-URL ist www.anja-riemer.de. Da kommt man direkt auf mein Mama-Coaching, wo man dann auch die tolle Webseite nach Shelyas Vorbild sehen kann, weil auch da haben wir ja dran gearbeitet. Ja. Und für die virtuelle Assistenz habe ich noch keine eigene Seite. Ob da jemals eine wird, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall unter meiner Hauptdomain, wenn man da /Referenzen eingibt, habe ich eine, das nennt sich so One-Pager, also so eine eineseitige Webseite gemacht, wo meine ganzen virtuellen Assistenzleistungen inklusive Referenzen von bisherigen Sachen, die ich gemacht habe, aufgeführt sind. Absolut. Und ich kann das nur weiterempfehlen. Anja hat mir geholfen, in meinem neuen Online-Shop alle neuen Landingpages zu texten. Also es ist ja geholfen. Sie hat die getextet und ich bin nur noch drüber gegangen und geschaut, ob das für meine Sprache passt. Aber sie hat es schon eh so gut getroffen, dass es kaum Veränderungen gab. Also kann ich nur höchstens oder wärmstens empfehlen, sagt man auf Deutsch, glaube ich. Also, ja. Vielen Dank. Ja, danke dir. Alles klar. Schönen Tag wünsche ich dir. Ja, auch, Shelia. Danke. Ja. Tschüss.